ohne Kragen und Hut meine Treppe herauf und stellte sich als Erich Heckel vor. Mein damaliges Mädel und spätere erste Frau, notiert Ernst Ludwig Kirchner in seinem Tagebuch, die gerade bei mir war und gemalt wurde, wollte sich über den komischen jungen Mann halb totlachen. Sie merkte aber bald das glühende Interesse, das in ihm steckte. Und der Eifer, mit dem er sich in meine Arbeiten vertiefte, versöhnte sie bald mit seinem merkwürdigen Äußeren. Glühendes Interesse, Leidenschaftlichkeit. Erich Heckel muss schon als junger Mann außergewöhnlich gewirkt haben. Der Architekt Fritz Schumacher, dessen Schüler er an der Technischen Hochschule in Dresden war, schreibt in seinen Erinnerungen: Sein sonderbar verträumtes Wesen, in dem ein ernster, aber herrischer Fanatismus aus dunklen Augen fast krankhaft glühte, hatte sicher für manchen etwas Befremdendes. Aber nicht für die, die in diesen Seltsamkeiten die Gärungen eines jungen revolutionären Geistes erahnten. Erich Heckel hat sich zeitlebens nur ungern fotografieren oder interviewen lassen. Es gibt keine Film- oder Fernsehaufnahmen von ihm. Wer ihn kennenlernen will, ist auf Zitate angewiesen und auf Selbstbildnisse. Die allerdings existieren in großer Zahl und in allen Techniken, deren sich Heckel bediente. Druckgrafik, Aquarell, Originalzeichnung, Öl. Gerade 21 Jahre alt, als Student der Architektur in Dresden, malt Heckel seine ersten Gemälde. Landschaften, ein Kinderporträt, eine Mühle bei Goppeln. Im selben Jahr lernt er Kirchner und Fritz Bleil kennen. Mit Karl Schmidt, später Schmidt-Rottluff, war er seit seiner Schulzeit in Chemnitz befreundet. Ein Jahr später gründen die vier Freunde die Künstlergemeinschaft Brücke. Im einzigen Tonbandinterview, das Heckel Zeit seines Lebens gab, Roman Norbert Ketterer machte es im Jahr 1958, erzählt Heckel von den ersten gemeinsamen Aktionen der Freunde. Und diese grafischen Mappen, die haben wir natürlich nicht herausgegeben, nur um diese 12 Mark für die drei Drucke zu bekommen, obgleich das ein angenehmer Zuschuss war für die Ausgaben, die man mit den Transporten hatte für Ausstellungen, sondern eigentlich um das, was wir nun gemacht hatten, Menschen zuzuführen, die also eben deshalb ja passive Mitglieder geworden waren, weil sie sich interessierten für das, was wir machten. Das schien uns sehr viel wichtiger zu sein, in Magdeburg oder in Hamburg oder in Bonn, einen Menschen zu wissen, der eben teilnahm an dem, was wir machten. Und er berichtet über den später so berühmten Katalog der Galerie Arnold. Der erste Katalog, den wir gemacht haben, das ist ja dieser mit dem gelben Umschlag, wo wir uns entschlossen hatten, um Abbildungen von Bildern zu zeigen, dass einer das Bild des anderen in Holz schnitt. So ist da drin dann eben ein Bild von mir, was Kirchner geschnitten hat, oder ein Pechstein hat Kirchner geschnitten und so fort. Kirchner ist der einzige der Freunde, der, wenn auch Jahre später, die Gruppe gemalt hat. Allerdings in einer sehr persönlichen Zusammensetzung. Otto Müller, der viel später erst Mitglied wurde, ist dabei. Dafür fehlt Pechstein, der als erster abtrünnig geworden war. Vielleicht lastete ihm Kirchner noch immer die Auflösung der Brücke an. Kirchner, den Heckel noch 1948 aus der Erinnerung als Holzschnitzer lithografierte, hatte sich wohl immer als Oberhaupt der Gruppe betrachtet. Pechstein war der unermüdliche, kontaktfreudige Außenminister. Karl Schmidt-Rottluff, Heckels Jugendfreund, galt als der Stille im Lande. Mit ihm zusammen zog Heckel zum ersten ganz der Malerei gewidmeten Sommeraufenthalt ans Meer. 1907 gab ich meine Arbeit bei Kreis auf und ich weiß noch, wie Schmidt-Rottluff, der auch das Studium bei einer Technischen Hochschule aufgeben wollte, wir überlegten, wo könnte man hingehen. Wir wollten gerne ans Meer.
Und da zeigt es sich, dass am Jadebusen sowohl Sanddünen war, als Deich, künstlicher Damm, und etwas landeinwärts Moor. Und da sagten wir uns, das ist die geeignete Stelle, da muss man hingehen. Und diese Landschaft hat natürlich einen wesentlichen Einfluss ausgeübt, wegen der Herbheit und der außerordentlichen Kraft der Farbe, denn wenn man bei Ebbe auf den Jadebusen kam, hatte man links und rechts die Berge des Schlicks und dieser Schlick leuchtete dann in ungeheurer Pracht von Rot oder Braun. Und dasselbe, diese starke Farbigkeit war im Moor, denn das Moor bietet natürlich einerseits Pflanzen, die sehr stark farbig sind, wie Arnika und Enzian, andererseits eben das Moor selbst, was also eisenhaltig ist und braun und rote Töne hat. Bis 1910 blieb Dangast, das sich stolz Deutschlands ältester Badeort an der Nordseeküste nennt, Heckels Sommerquartier. Die Aufenthalte sollten Monate dauern und so meldete im Juli 1907 eine Dresdner Zeitung: Maler E. Heckel, Dresden, hat seinen Wohnsitz nach Dangaster Moor bei Varell, Oldenburg verlegt und ist daher die Geschäftsstelle der Künstlergruppe Brücke gleichfalls vom Juli ab in Dangaster Moor, Oldenburg, wohin alle Sendungen erbeten werden. Allzu viel wird der Briefträger wohl nicht zu tun bekommen haben. Dann gab es eben diese Ziegeleien, die einen großen Eindruck machten, weil sie einerseits mit dem Ziegel selbst eine rote Farbe in die Landschaft brachten und andererseits durch diese horizontalen, flach gebauten Schuppen etwas mit der Landschaft einerseits durch den hohen Schornstein aus der Landschaft heraus den Himmel sozusagen mit hineinbezogen. Die beiden Freunde lebten ungemein bescheiden. Obgleich sie täglich zusammen arbeiteten, hatten sie getrennte Quartiere bezogen. Schmidt-Rottluff zwei Kammern unterm Dach beim Gastwirt Krake, Heckel ein kleines Zimmer im Zollhaus über der Steilküste. Besuche waren selten. Einmal kam Pechstein für einige Wochen, um mit den Freunden zu malen. Gelegentlich tauchte Rosa Schapira auf, Kunsthistorikerin aus Hamburg. Sie war eine der ersten, die sich für die Brücke-Kunst einsetzten. Die Tage verliefen äußerlich einförmig, ausgefüllt mit Exkursionen in die Weite des Marschlandes. Wir hatten jeder unser Fahrrad und das gehörte sozusagen mit zu der Erweiterung des Kreises der Landschaft, die man studierte. Denn man konnte eben mit dem Rad in einer Stunde ziemliche Entfernungen erreichen und nahm dann sein Papier mit oder damals malte man auch noch vor der Natur. Und dieses Malen vor der Natur war dadurch eben sehr erleichtert, dass man den Transport auf dem Rad machen konnte. Im Herbst kehrten die Freunde in ihre Dresdner Ateliers zurück, die jede Ähnlichkeit mit den üppig ausgestatteten Malsalons ihrer etablierten Kollegen vermissen ließen. Und dann wurden Schemel aus Rundholz geschnitzt und an Wänden hatten wir dann Stoffe, die hat man bemalt. Und das ergab immer wieder neue Anregungen, denn das war dann der Hintergrund in einem Bild von den Modellen oder von einem Stillleben. Auch in den Wintermonaten in Dresden wird weiter gemeinsam gearbeitet. Kleine Hinweise beweisen es. In Heckels Lithografien aus dem Jahr 1907 erscheint oft eine kleine Fehlstelle am Steinrand, die sich auch in den Lithos der Freunde wiederfindet. Die Mittel waren eben knapp, Drucksteine teuer und so wurde derselbe Stein von allen gemeinsam benutzt. Und auch dieselben Modelle. Junge Mädchen aus der Nachbarschaft und die Freundinnen tauchen auf den Bildern und Grafiken von Kirchner, Heckel und Schmidt-Rottluff auf. Allen voran die inzwischen legendäre Frenzi, die später auch für die genaue Datierung der Bilder eine wichtige Rolle spielen sollte.
Es könnte auch 1908 sein, ob 8 oder 9. Das geht ja immer alles ineinander über, nicht wahr? Das neue Jahr fängt erst an, im, sagen wir mal, im April. Der Winter ist ja eine geschlossene Arbeitsperiode im Allgemeinen. Da fährt man nicht weg, sondern da sitzt man eben in seinem Bau und arbeitet. Verarbeitet eventuell Eindrücke vom Sommer, aber hat eben auch die Eindrücke unmittelbar der Modelle, die da kommen. Sodass es denkbar wäre, dass die Frenzy 1908 im Herbst gekommen ist zuerst, nicht wahr? Aber für mein Erinnerungsvermögen ist sie eben ein spezielles Ereignis des Jahres 1909, weil eben die Formulierungen der relativ flächigen Malerei erst mit Ende 1908 einsetzen. Diese etwas mit verdünnter Farbe gemalten Bilder, die sind mal vielleicht vorher schon angeschnitten, diese Möglichkeit, aber eigentlich setzt es erst mit Ende 1908 ein und dann in 1909 wird es eigentlich zur allgemeinen Regel der Malweise. Frenzy, damals 12 Jahre alt, ihren Bruder und die 14 Jahre alte Schwester Marcella hatten die Brückemaler bei ihrer Mutter, einer Artistenwitwe aus Dresden-Friedrichstadt, kennengelernt. Es gibt in der Geschichte der Malerei einige Beispiele für die Bedeutung eines bestimmten Modells. Aber wohl niemals zuvor hat die Begegnung mit zwei fast noch Kindern die Entwicklung einer Gruppe von Malern so deutlich geprägt. Marcella und Frenzy haben mit ihren spitzig-pubertären Körpern, die ganz selbstverständlich nur expressive Posen zuließen, und mit ihren halb unschuldigen, halb listig wissenden Kindergesichtern Pechstein, Kirchner und Heckel zu einer Fülle spontaner, ausdrucksvoller Skizzen, Grafiken und Bildern angeregt, die heute zu den kostbarsten Zeugnissen des frühen Expressionismus gehören. Außer Pechstein waren die Freunde reine Autodidakten. Keiner von ihnen hatte eine Akademie besucht. Alle hatten zunächst nur in der Freizeit neben dem Architekturstudium gezeichnet und gemalt. Kirchner hatte damals noch seine Studentenbude und dort haben wir gezeichnet, da gab es dann Modelle. Und ich hatte eben sehr bald dann diesen Laden und da traf man sich und zeichnete da. Und dann gab es noch einen Abendakt im Kunstgewerbeschule oder sowas ähnliches, da ging man abends hin. Ich glaube, Kirchner kam auch manchmal hin, aber jedenfalls mit Rottluff und ich haben da einen Akt gezeichnet. Aber es war eben nicht so, dass man sagen kann, dass es ein gemeinsames Malen gewesen wäre, dass wir alle zusammengestanden hätten. Das kam sehr viel später, als wir an die Moosburger Seen gingen. Denn da war es natürlich so, dass eben die Modelle mitkamen. Und wir wohnten direkt dann in dem einen Dorf in der Nähe von Moritzburg und zogen dann früh oder wenn die Sonne warm genug war an einen See und malten. Da stand dann Kirchner links und ich stand rechts und jeder malte. Und dann setzt eben das Eigentliche ein und das beruht wieder auf dem Zusammenleben in der Natur, eben da an Seen. Das erforderte, dass man sehr rasch arbeitete, denn das wechselte ja ständig. Die Stellungen sowohl der Badenden wie eben auch das Licht. Und man musste zupacken. Und dieses Zupacken veranlasst einem natürlich bei der Beobachtung so rasch und scharf zu sehen, worauf es eigentlich ankommt. Man lässt also sehr viel mehr weg. Und das Expressive entsteht meiner Ansicht nach aus dem Wunsche, diesen Baum festzuhalten innerhalb seiner Umgebung, zu einem Hügel oder zum Himmel oder zu einer Wolke oder unten zu Menschen. Und das geschieht natürlich nicht in einer sehr langsamen, bedachtsamen Art, sondern rasch, zupackend. Das scheint mir also zum Beispiel etwas Gemeinsames bei den sämtlichen Bildern von Moritzburg,
dass jeder dieses Zupackende hat, dieses Rasche, Hingeschriebene, Stellen der Leinwand freilassen und irgendwo nur eine Farbe verwenden, die dann eine Begleitmusik ist zu dem eigentlichen Blau-Rot. Noch irgendwo ein bisschen Grün, aber auch nur, dass das bisschen Grün für viel anderes Grün mitsteht. Dass jede dieser Farben für eine größere Masse eigentlich das Element ist, nicht wahr? Man ist begeistert, man sieht eine ungeheure leuchtende Farbe auf einem Körper und möchte die einfangen und nimmt dann natürlich das stärkste Rot, was man hat. Und der Körper selbst und seine Formen sind im Grunde genommen nebensächlich gegenüber diesem feurigen Rot. Und das ergibt dann den Umriss, wenn man diese Form eines Menschen festhalten will, wird man natürlich zuerst mit dem Pinsel sozusagen eine Kontur notieren, wie ein Arm nach vor geht oder ein Bein nach links. Und dann füllt man das eventuell eben aus mit der Farbe. Durch die Kontur, also die Andeutung einer Kontur, wird natürlich die Bewegung oder auch das Statische am besten festgehalten. Heckel und Kirchner hatten zum ersten Mal im Sommer 1909 einige Wochen an den Moritzburger Seen verbracht, um in und vor der Natur zu arbeiten. Damals hatte sie Dodo begleitet, Kirchners Freundin. Erst im Sommer darauf waren dann, entgegen Heckels Erinnerung, Frenzi und Marcella mit in dieses sächsische Arkadien gekommen. Man badete, ruhte, spielte und arbeitete, gänzlich eins mit der Natur. Und die Bilder jener Jahre spiegeln dieses Einssein wider. Noch einmal wiederholt sich das Glück dieser Sommermonate an den Seen im Jahr 1911. Aber dieses ist auch das Jahr einschneidender Veränderungen. Die Künstlergemeinschaft Brücke hatte zwar schon einige Ausstellungen veranstaltet und die Zahl der passiven Mitglieder hatte sich vergrößert. Der eigentliche Durchbruch aber, der Erfolg für die neue Malerei, hatte sich nicht eingestellt. Dresden wurde zu eng, Pechstein war schon nach Berlin gezogen, nun folgten Kirchner und Heckel ihm nach. In den Ausstellungen, die die Brücke machte, und die so rumgingen in Deutschland, die brachten ja an sich nichts ein. Da wurde ja nichts verkauft. Und dazu kam dann eben noch diese Schwierigkeit in Dresden, das Leben war an sich billig, aber wir hatten eben gar keinerlei Resonanz. Während die Nachrichten, die uns Pechstein aus Berlin schrieb, oder auch der kam auch mal nach Dresden, die klangen eben sehr viel positiver. Nicht einmal für die Arbeit war zu jener Zeit immer das Notwendigste vorhanden. Selbst an den Drucken wurde gespart. Erstens mal war man natürlich bemüht, die Papierausgaben auf das Geringste einzuschränken. Gewöhnlich machte man erst einen Probedruck und eventuell arbeitete man wieder dran. Dann machte man noch einen Druck und dann machte man vielleicht 3 oder 4 Drucke, die sozusagen die endgültigen waren. Und wenn dann eben sich Freunde zeigten, die das gern haben wollten, dann druckte man für den eben auch wieder ein. Auch in Berlin, wo Heckel in Otto Müllers Atelier in die Mommsenstraße zieht, zwischen den beiden entwickelt sich nun eine enge Freundschaft, bleibt das Leben äußerst spartanisch. Wieder bilden gebartigte Tücher und selbstgeschnitzte Stühle und Tische das einzige Mobiliar. Heckels erste Holzplastiken entstehen damals, angeregt durch diese Arbeiten. Der Freundeskreis erweitert sich. Durch eine Ausstellung des Blauen Reiter lernt Heckel Franz Marc kennen und die Arbeiten von Macke, Klee, Kandinsky und Kubin. Er schließt Freundschaft mit Lionel Feininger und knüpft Beziehungen an zu jungen, interessierten Kunsthistorikern. Und im Herbst heiratet er Sidi Riha, die Freundin aus Dresden, für die er ein Plakat für einen Tanzabend in Holz schneidet. Unermüdlich zeichnet, aquarelliert, schneidet er in Holz, lithografiert, malt er nun Sidi, die Gefährtin, bis an sein Lebensende. Thank you.
Eine schöne Beschreibung des Zusammenlebens der beiden gibt Franz Marc in einem Brief an seinen Freund Kandinsky im Januar 1912. Gestern Nachmittag waren wir bei Heckel und seiner Freundin, der Tänzerin Sidi Riha. Und als wir weggingen, hatten wir beide das Gefühl, bei zwei Kindern gewesen zu sein. In einer ärmlichen Dachkammer sitzt die kleine Tänzerin in einem hellbraunen Samtkleid mit wunderschönen Silberspangen, die Heckel ihr angefertigt hat. Maria brach sofort auf ihrem von bemalten Latten zusammengenagelten Stuhl zusammen. Wir beide kamen uns überhaupt wie ungeschlachte Bären dort vor. Die Kunst Heckels ist sehr versteckt, mit einem sehr feinen, tiefen Sinn, der mehr als das feine Echo oder besser gesagt der Gegenklang dessen ist, was man ganz zuerst vor der Leinwand spürt. Er schreckt ab, um eine nachher besser zu fassen. ...1913 malt Heckel das Triptychon »Die Genesende«. Sidi Heckel scheint damals eine längere Krankheit überwunden zu haben. Aber dies ist kein Bildnis der Freude, keine Feier der wiedergewonnenen Vitalität. Im Gegenteil, es ist ein Ausdruck des Leidens, der sich hier mitteilt. Der Ausdruck einer seelischen Verfassung, die weltenfern ist von dem unbekümmerten Vertrauen, der unbelasteten Natur und Menschenliebe der Moritzburger Sommerbilder. Schon in früheren Bildern hatte sich diese, vielleicht kann man sagen, gedankenvollere Grundstimmung angekündigt. Im Bildnis der Geschwister von 1913 ist keine Spur mehr zu finden von der leuchtenden Farbigkeit der frühen Bilder. Die schweren, dunklen Töne und die strenge Komposition vermitteln ein verändertes Lebensgefühl. Grübelnder Ernst, Düsterkeit, beinahe Schwermut. Diese letzten Jahre vor dem Ersten Weltkrieg waren für Heckel ereignisreich und widerspruchsvoll. Die Brücke-Gemeinschaft hatte mit einigem Erfolg in Berlin, Hamburg und München ausgestellt. Kirchner und Heckel waren zur später berühmten internationalen Sonderbundausstellung in Köln eingeladen worden, um dort gemeinsam eine Kapelle auszumalen. Aber im Frühjahr 1913 hatte Kirchner auch die Chronik der Brücke geschrieben und die Kontroverse darüber war der Anlass zur Auflösung der Gemeinschaft geworden. Für Heckel, der jahrelang die Integrationsfigur der Gruppe gewesen war, sicher ein sehr schmerzlicher Schnitt. Aber auch seine erste Sonderausstellung fällt in dieses Jahr, bei Gurlitt in Berlin. Damals schreibt Eberhard Griesebach über einen Atelierbesuch bei Heckel: In der Unterhaltung, während er zusammengekauert dasitzt auf irgendeinem Holzschemel, wird der Kopf, der fast kahl ist, immer größer und der Ausdruck immer interessanter. Ein seltsamer, reicher Rhythmus belebt alle seine Bilder. Ich fand einige sehr schöne Sachen darunter. Grünewald und Cranach sind die von ihm meist geschätzten Künstler. Er leidet noch Not und trägt in Hungerzeiten seine Bilder zähneknirschend zu Gurlitt, der den Keller voll hat. Seine Preise sind noch billig. Die meisten Bilder sind nicht einmal aufgezogen und gerahmt. Soll ich ihn bitten, dir ein paar Bilder zur Ansicht zu schicken? Der Erste Weltkrieg. Heckel meldet sich als Wehrdienstuntauglicher freiwillig beim Roten Kreuz und wird im März 1915 nach einer kurzen Ausbildung nach Flandern versetzt. Der Kunsthistoriker Walter Käsbach, der Heckel aus Berlin kannte und schätzte, hatte ihn für seinen Sanitätszug in Roselare an der Ypernfront angefordert. Max Kaus, der jüngere Malerkollege, der Heckel damals kennenlernte, hat die Monate an diesem besonders heiß umkämpften Frontabschnitt geschildert. Wir kamen kaum zum Schlafen. Mit Heckel trafen wir gelegentlich während des Dienstes zusammen. Gab es einmal ein wenig Ruhe, so wurden Worte gewechselt, die mehr vom Krieg als von freundlicheren Dingen handelten. Hier in Roselare erschien eines Tages der Maler Max Beckmann, der gleichfalls Sanitäter in der Gegend von Lille war. Heckel unterhielt sich mit ihm. Ich sehe es noch deutlich vor mir, zwischen Hunderten von liegenden und stehenden Verwundeten, die von uns versorgt wurden, bruchstückweise und gestikulierend von Malerei.
Erst als der Sanitätszug nach Ostende verlegt wurde, findet Heckel wieder Zeit für eigene Arbeiten. Dr. Kesbach hatte dem Maler ausreichend Arbeitsruhe verschafft und zugleich angeregt, den Soldaten bei der Ausschmückung des Festsaales für die Weihnachtsfeier zu helfen. Heckel näht zwei Zeltplanen zusammen und malt die Ostender Madonna, das berühmte Bild, das im Berliner Kronprinzenpalais den großen Raum mit den Heckel-Bildern beherrschte, bis alles im letzten Krieg in Flammen aufging. Heute existiert nur noch eine Postkarte als klägliche Kopie. Max Kaus war inzwischen auch nach Ostende verlegt worden. Er schreibt: Heckel und ich hatten aus einer Druckerei in Brügge einige Steine, Druckerschwärze und schönes Büttenpapier erwerben können. Der Steindrucker hatte nichts zu tun. Er überließ uns Werkzeug und gab uns sogar noch gute Drucktipps. Heckel hat in dieser Zeit viele Holzschnitte und Lithografien gemacht. Die Täfelungen der Warteräume gaben Holz für viele Schnitte her. Gedruckt wurde auf primitivste Weise, mit Falzbein, Stücken von Lederkoppeln, aus dem Reiber entstanden und mit der Rückseite von Löffeln. Immerhin gab es auch Gelegenheit, Museen zu besuchen. Heckel bewundert sehr den Ackersmann von Bruegel in Antwerpen. Und Max Kaus ist überzeugt, dass dieses Bild Heckel damals dazu bewegte, statt Öl nun häufiger Temperafarben zu verwenden, wie zum Beispiel im 1916 gemalten Frühling in Flandern. Schon im letzten Jahr vor dem Krieg hatte Heckel den winzigen, auf keiner Landkarte verzeichneten Ort Osterholz an der Flensburger Förde entdeckt. Und nun gehe ich auf die Suche nach einer Landschaft, an der ich erkenne, dass ich in ihr viele Jahre werde arbeiten können, hatte er geschrieben. Und tatsächlich fand er hier am Rand der sanft gewellten Angeliterkoppeln und Felder eine Sommerheimat, die erst im Zweiten Weltkrieg verloren ging. Heckel war mit seiner Frau von Flensburg aus mit dem kleinen Küstendampfer losgefahren. Der Kapitän hatte ihm von einer Karte oberhalb der Steilküste erzählt, in der das Altenteil vom Bootsbauer Hansen frei sei. Er hatte die Karte gefunden und man war handelseinig geworden. Eine winzige Kammer unter dem Dach für die Sommer der kommenden Jahre. Von hier aus schreibt er an Walter Kesbach, der ihm später im Krieg helfen sollte: In Flensburg gab es schöne, einfache Holzfiguren im Museum. Das lockte mich wieder da zu bleiben, an einem Ort, wo eine alte Tradition und die Natur überreich Material bieten. Es ist ja immer so, dass ich eine Idealheimat habe und Stücke davon hier und da finde. Da gehören Berge und welliges Gelände dazu, flache Ebene wie die Heide in Oldenburg und Meeresküste, eine Flusslandschaft mit badenden Menschen. Ich sammle Vorräte, Material, über am Einzelnen oder halte fest, für die Bilder oder das Bild, das diese Welt umspannen und ausdrücken soll. Ich glaube, es ist wohl auch in meinen Arbeiten hier mehr von dem Wind und den bewegten Büschen, den gebogenen Bäumen und dem bewölkten, unruhigen Himmel drin, denn heitere Sommerruhe, was ja zu dem eigenen Suchen und unruhigen Sehnen auch besser passt. Wir müssen jenseits der Erkenntnisse wieder Wärme und Heimat finden. Ich sehe diese Schwäche an meinen Arbeiten und bin unzufriedener denn je. Es ist alles so zahm, was ich unbändig möchte. Der Maler und seine Frau leben äußerst einfach im Hansenhaus. In der Kammer unter dem Dach stehen zwei Holzpritschen mit den Fußenden aneinander. Es gibt einen Stuhl, eine einfache Waschstelle. Wasser muss an der Pumpe im Garten geholt werden. Eine Bäuerin, die damals als Kind den Maler oft beobachtet hat, erinnert sich an seine einfache, wie selbst gezimmert aussehende Staffelei und an Sidi Heckel, die im langen Rock spazieren ging, immer mit einem Buch oder einem Strickzeug in den Händen.
Am Fuß der Steilküste, unterhalb der Karte, liegt eine versteckte Bucht. Diese Abgeschiedenheit war sicher die größte Verlockung für Heckel, hier bis 1943 jeden Sommer zu verbringen. Die Badenden hier unten, zuerst nur Sidi, später die Neffen und Nichten, die nur zu gern im Sommer zu Besuch kamen, gaben Heckel Gelegenheit, das alte zentrale Thema wieder aufzunehmen. Der Mensch in der Natur. Aber nun geht es nicht mehr um das leidenschaftliche, fast gewalttätige Ins-Bild-Bannen der sorglos Badenden und Spielenden an den Moritzburger Seen. Nun geht es Heckel um das schwierige Gleichgewicht zwischen menschlicher Figur und Landschaft unter dem großen Fördehimmel. Klarheit, Gelassenheit, Poesie. Diese Bilder haben alles Zeitbezogene, Aufgeregte hinter sich gelassen. Selbst als 1937 nach der Diffamierung der modernen Malerei in der Ausstellung Entartete Kunst über 700 seiner Arbeiten aus deutschen Museen entfernt werden und zum Teil für immer verloren gehen, verraten seine Bilder aus Osterholz nichts von den Erniedrigungen, die ihm die Nazis zugefügt hatten. Sein Wille zur Form, seine Malerei sind stärker als die Bedrohung von außen. Reisen, neue Eindrücke, fremde Landschaften und unbekannte Menschen. Seit seiner Italienreise im Sommer 1909 ist Heckel fast in jedem Frühjahr vor dem Aufenthalt in Osterholz mit seiner Frau in Europa unterwegs gewesen und mit den Rohrfeder- und Farbstiftzeichnungen und Aquarellen aus Rom beginnt eine lange Reihe von Landschaftsbildern, die Heckels besondere Begabung zeigen, Atmosphäre, Struktur, Farbigkeit einer Landschaft und ihrer Menschen wiederzugeben. Es gibt unterschiedliche Berichte darüber, wie Heckel vor der Natur arbeitete. Sicher nahm er oft eine Art kleines Reißbrett mit sich, das er an einer langen Schlinge um den Hals tragen konnte. So blieben beide Arme frei zum Skizzieren und Notieren. Erst im Atelier dann entstanden die farbigen Fassungen der Bilder, gleich ob Aquarell, Tempera oder Ölbild, so zum Beispiel die Bilder aus Südfrankreich. Olga Marx, eine langjährige Freundin, berichtet, dass sich Heckel auf gemeinsamen Spaziergängen nur selten Notizen, wie er es nannte, machte. Holte er seinen Zeichenblock hervor, so ging man langsam weiter oder setzte sich in einiger Entfernung von ihm nieder, während er die Form einer Bucht oder die Überschneidung der Berge notierte. Nie malte er im Freien. Aber er schrieb sich zu den Formnotizen Farben auf, etwa Chromgelb, oder seine Lieblingsfarbe Caput Mortuum, das dunkle, fast schwarze Lila, das manche Stiefmütterchen aufweisen. Er verachtete Anilin und überhaupt käufliche Farben. Er besorgte sich Pigmente und stellte seine Farben selbst her. Tempera und Gummi Arabicum für Aquarelle. Er war besorgt darauf, dass eine Farbe sich auch erhalte. Und um dies zu prüfen, trug er seine Farben auf lange Papierstreifen auf und verdeckte eine Hälfte, um auf diese Weise zu erfahren, ob der exponierte Teil den genauen Ton der Kontrollhälfte behielt. Heckels ständiges An-Farben-Denken drückte sich noch in anderem aus.
So geschah es oft, dass er sich an in der Natur Gesehenes zu erinnern suchte, dass die exakte Farbe von etwas, das er gerade vor sich hatte, aufweisen sollte. Auf einer Brücke über einem der wilden Flüsse, die man im Engadin findet, schaute er lange auf das blassgrüne, weißschäumende Wasser, welches die Leute dort Gletschermilch nennen. Schließlich meinte er, es gäbe eine Art Chalcedon, welcher genau dieses wolkige Weiß mit einem Hauch Grün aufweise. Bei ihm waren Sehen und Beobachten nicht nur zeitweise, sondern beständig wie das Atmen selbst. Im Mai 1944 besuchen Haeckels einen Freund am Bodensee. Hemmenhofen am Untersee wird kurz vor Kriegsende zur neuen Heimat. Das Atelier in Berlin ist zerstört. Sämtliche Druckstöcke und eine große Anzahl von Arbeiten sind mitverbrannt. Auch Osterholz bietet keine Zuflucht mehr. Flüchtlinge aus den bombardierten Städten sind zwangseinquartiert worden. Selbst das von Haeckel ausgemalte Atelier unter dem Rieddach ist besetzt. Es war gewiss nicht leicht für den Maler, hier am See neu Wurzeln zu schlagen. Sehr anders ist der Menschenschlag, sehr anders vor allem das Klima. Er selbst bemerkte einmal, dass er hier erheblich mehr Energie aufwenden müsse als in Berlin, der Stadt der anregenden Arbeitsatmosphäre. Und ganz sicher wird hier der weiche südliche Wind, der Föhn, der so wunderbare Fernblicke schafft und die Farben leuchten lässt, auch zum Feind der Arbeitslust und Konzentration. Und doch entstehen wieder zahlreiche Aquarelle und Ölbilder, Beispiele für Haeckels Einfühlungsvermögen auch in diese stille, sanfte Landschaft. »1949. Zum ersten Mal in seinem Leben ist Haeckel in Amt und Würden. Er wird an die Karlsruher Akademie für bildende Künste berufen. Und zum ersten Mal in seinem Leben baut er sich ein Haus. Am steilen Hang über dem Untersee auf der Höri, mit dem Blick weit über die Ufer und die Hügellandschaft.« Im Doppelbildnis von 1937, zwei Brüder, malt Haeckel hinter sein Selbstporträt ein Bildnis des toten Bruders und das Aquarell der Unterseelandschaft als Bilder im Bild. Haeckel ist fast 70. Immer noch ist er unternehmungslustig und im Sommer auf Reisen mit Sidi und Freunden. Aber es fällt doch auf, dass in der Reihe der Reise- und Landschaftsbilder nun sehr oft Stillleben, vor allem Blumenstillleben, auftauchen. Es sind Bilder wie Mandalas, Bilder der Kontemplation über das Geheimnis einer Blüte, über das Geheimnis der Natur. Diese Bilder lassen besonders deutlich erkennen, dass es Haeckel niemals um die momentane, rasch vergehende Erscheinung geht. Einem schwebte ja etwas vor, was man machen wollte. Und das war eben anders als das, was dem anderen vorschwebte. Zum Beispiel diese Tendenz von Kirchner, Bewegungen zu realisieren. Das Interessante, was ihn fesselte, war eben die Bewegung der Tänzerin oder der Balanceaktes oder des Pferdes, was herumlief. Und das versucht er in möglichst knapper Form wiederzugeben. Was mich gar nicht interessierte, diese Bewegung. Offenbar ist meine Begabung, ich habe das nie so analysiert, aber jedenfalls ist der Gegensatz zu diesem, nennen wir es mal dynamischen, bei mir sehr stark entwickelt. Ich möchte eher etwas Statisches. Und habe also dann im Zirkus wohl natürlich
konnte ich nicht absehen davon, dass sich das Pferd bewegt. Aber es wird in einer bestimmten Weise festgenagelt. Also nicht versucht, dass es wegrennt, sondern es würde eher versucht, es einzubetten in das Gesamte, dass es da bleibt, wo es nun gerade steht. Heckels lebenslange Hinwendung zur Welt der Artisten, zur Welt des Zirkus und der Clowns entspringt also ganz sicher nicht dem bloßen Interesse für die überraschende Bewegung, für die exzentrische Haltung oder eine besondere Kunstfertigkeit. Heckel hat etwas anderes gesucht, wenn er unermüdlich seine Beobachtungen notierte, in der Künstlergarderobe, im Varieté oder im Zirkus. Er sucht das Wesen dieser Menschen, nicht ihre Sensationen. In seinen Städte- und Landschaftsbildern, wie in seinen Bildern der Badenden am Ufer der Förde, in seinen Porträts der Freunde und seinen Selbstbildnissen, versucht Heckel in seinen Bildern von Clowns und Artisten eine Art magischer Beschwörung der Wirklichkeit. Oder, wie er es selbst beschrieben hat, ich sammle Vorräte, Material für die Bilder oder das Bild, das die Welt umspannen und ausdrücken soll. Als er am 27. Januar 1970 starb, hoch in den 80ern, hinterließ er ein Werk, das diesem Anspruch gerecht wird. Die Welt umspannen und ausdrücken.